Ja, Leute, es ist soweit und zwar die deutsche Meisterschaft steht vor der Tür. Um genau zu sein, ist sie heute und ihr seht schon, ich bin an einer interessanten Location. Ja, der liebe Can bzw. CK Phoenix hat hier mir Zuschuss gewährt, würde ich mal sagen. Und wir, Leute, wollen jetzt los auf Tour, ab zur deutschen Meisterschaft. Ich nehme euch einfach mal mit. Also würde ich sagen, abnehmen und let's go. So, erster Einblick, direkt Hektik. So muss es losgehen. Und zwar, Neuron und meine ID waren nicht verknüpft. Bedeutet also, ich konnte die Deckliste nicht abgeben. Und ja, ist ein Riesenproblem, ne? Wenn man die abgeben muss bis 8.30 Uhr. Dementsprechend sind wir viel, viel früher hierher gekommen. Stress ohne pur, weniger Schlaf. Und ja, aber es hat alles geklappt. Heißt, ich bin angemeldet. Wir holen uns jetzt die Booster. Der Boy ist auch da. Und mal sehen, wie es wird. Ich denke mal, wird ein lustiges Event. Halle sieht eigentlich ziemlich geil aus. Und da grüßt jemand. Grüß an euch. Und das Dilemma geht weiter. Da meine Costa-ID noch nicht richtig gewechselt wurde, kann ich meine Entries, also die Booster-Packs, noch nicht abholen. Yay, aber na egal. Dann nach Runde 2, 3 oder 4. Aber was ich euch mal zeigen will, Leute, natürlich ist es wie immer hier. Wir haben hier einiges. Und Leute, guckt euch Albtraumthron an. Das ist so hübsch. So hübsch. Ja, also, ich liebe Giant Cards. Eines Tages werde ich auch Giant Cards haben wollen. Und wie immer, Playmats. Und natürlich Mini-Giant Cards, wichtig. Ja, und MST ist, glaube ich, sogar für Time Wizard. Also, ist nice auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, wir hören uns dann erst nach nächster Runde. Illusion. Die ist schon hübsch. Sehen wir uns dann, wie gesagt, nach Runde 1, denke ich mal, wenn es gestartet ist. Beziehungsweise die Eröffnungszeremonie. Also, für euch ein kleiner Cut für mich, lange Zeit. Runde 1 ist vorbei und ich habe 1-0 gewonnen gegen Sky Striker. Ja, ist natürlich nicht das Deck, was man erwartet. Vorher hat mich Going Second gehen lassen und da mir so, also er ist Going Second gegangen und dachte mir so, hä, spielt jetzt Tempai? Auf einmal Sky Striker, ganz wild. War ein mega korrekter Dude, hat mega Spaß gemacht. Erste Runde, also von daher. Und wir sind hier in der YouTube-Area, wir können das Ganze mal zeigen. Und ja, hier ist auch das Team vertreten. Das ganze Team ist hier, von daher ganz nett. Ich würde sagen, wir gehen gleich in Runde 2, machen noch ein paar Fotos und dann geht's, wie gesagt, weiter. Da habe ich mich mal wieder hier in der YouTube-Area ein bisschen verschanzt und naja, was soll ich sagen? Ich habe ganz vergessen, dass dieser Block hier was Besonderes ist und deswegen mache ich überhaupt diesen Block, denn ich spiele mal nicht so wie typisch einfach ein Meta-Deck und versuche das Ganze zu gewinnen. Nein, ihr habt abgestimmt, ihr wisst es sicherlich. Und ja, es ist ja Jubel, von daher ist es auch bekannt. Und ist natürlich nicht das Favoritendeck schlechthin, aber der Vorteil ist, nicht viele wissen, was das Deck tut. Mal sehen, wie oft das noch passieren wird. Wir sind jetzt in Runde 2 und in Runde 2 habe ich jemanden gespielt, der auch Videos guckt und Podcasts. Leute, Podcast folgen in der Infobox und Grüße gehen raus an dich, ne? Runde 2. Er hat Invoke gespielt, hat erste Runde gegen Unchained gewonnen. Nicht schlecht, richtig cool, ist auch schon eine Erfolgsstory. Und ja, damit stehe ich 2-0, ist natürlich auch sehr nice, beschwere ich mich nicht. Und man merkt einfach, es ist was anderes. Also man weiß, man hat so ein Deck, das hat seine Möglichkeiten, die schöpft man aus, aber mehr geht dann halt auch nicht. Also zum Beispiel Game 1 durfte ich anfangen, da habe ich halt wirklich die beste Kombo, die geht, hatte. Gegner gibt auf, geht das zweite Spiel. Also man kann durchaus Felder legen, die sehr, sehr stark sind, aber dazu habt ihr ja bereits auf meinem Kanal schon ein Combo-Video gesehen, von daher, es ist nicht schlecht, safe. Also das Deck ist safe nicht schlecht, aber es ist natürlich nicht Snake-Eye-Niveau. Vor allen Dingen natürlich, wenn man eben brickt oder ähnliches, ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, die Runde war jetzt sehr schnell vorbei. Ich habe nämlich, wie gesagt, erste Runde Full Board, Game 2. Und dann Spiel 2 habe ich dann einfach OTK'd und ja, Jubel kann OTK'n. Man glaubt es kaum. ja, und jetzt können wir mal einmal hier rüber gehen. Wir sehen ja nochmal über 2000 Spieler und das ist halt heftig. Ne? Also über 2000 Spieler. Dort hinten seht ihr, da ist Feature Match Area, da ist Main Event Stage. Dort hinten ist Public, also es gibt Side-Events. Viele sagen ja immer, ey Maurice, ich habe kein Ticket bekommen oder ich will einfach hin. Leute, ihr braucht kein Ticket. Kommt her, ihr könnt in die Halle gehen, könnt ihr zugucken und wie gesagt, Public Events kann man immer spielen. Da braucht ihr keine Anmeldung für, könnt ihr jede Runde spielen. Da grüßt einer mal und von daher kommt einfach vorbei. Ist ein Erlebnis und wie gesagt, so eine große eine deutsche Meisterschaft ist natürlich sehr, sehr krass. Und vielleicht mache ich jetzt mal ein paar Close-Ups. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, wie gesagt, wenn ihr es seht, nee, ihr seht es nicht, hier ist keine Uhr, ne? Aber ja, ihr seht es nicht da hinten. Warte, reinzoomen.
bringt trotzdem nichts. 22 Minuten auf der Uhr, also ein paar Close-Ups. Es ist etwas lauter, aber ja, natürlich gibt es auch wieder einen Livestream. Und ja, auf der Kamera kennt man sich gut, in echt sieht man es besser. Hier kann man das Ganze halt live zuschauen, ihr seht. Die ist auf jeden Fall da, Public Viewing ist am Start, natürlich beim Finale dann natürlich viel, viel besser. Und wir gucken uns die Area natürlich gleich auch nochmal in live an. Da seht ihr, Game 3 geht los. Ja, guck mal, jetzt wird das Licht auch besser. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Also, ab zur Area. Hier einmal die Spieler, sind noch 9 Minuten auf der Uhr. Ich bin natürlich etwas leiser, weil, ja, ne, die konzentrieren sich und ich will die natürlich nicht stören. Wir gehen zu den Kommentatoren rüber. Die rasten nämlich gerade völlig aus. Ja, und natürlich, hier sind die Kommentatoren. Da guckt er sogar. Und jetzt sieht man es halt. Natürlich, sie sind live. Kommentieren das ganze Spiel. Wie gesagt, ein paar Minuten auf der Uhr. Ist spannend. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und, ja. Natürlich Top-Kommentatoren. Grüße gehen raus an Leon und Sebastian, falls ihr das Video sehen sollen. Ein wildes Victor! Das ist keine Coverage. Wie geht's? Ja, super? Ein unentschieden, ja. Also ganz, es steht unentschieden. 1-1, ich hab keinen verloren. Ah, schade. Aber, ist nicht so mein Matchup. Willst du schon spoilern, was du spielst? Kommt dran, wann kommt's raus? Nächste Woche Freitag. Ist egal, Tempai. Was? Tempai, going second. Mit Boardbreakern. Ja, let's go. Machst du. Ich habe mich mal hier hingesetzt, sind hier so nice Hocker auf jeden Fall. Ja, Runde 3, was soll ich machen? Ich spiele unendliche Extender. Zieh kein, ist okay. Hab aber, also kann spielen. Eine Handtrap frisst sich, verliere ich halt. Und so war es halt. Und dann spiele ich gegen Tempai-Drache, ja, klar. Also ich meine, ist passiert, Leute. Das Jubel, genau deswegen ist Jubel eben nicht das beste Deck aktuell, sondern eben nur ein Randdeck. Klar, es ist nicht schlecht, definitiv nicht. Es ist ziemlich gut, es macht auch Spaß zu spielen. Aber wie gesagt, natürlich, wenn du solche Szenarien hast, kein Extender, dann verlierst du gegen eine Handtrap. Es laufen so viele Handtraps rum, das ist halt logisch, ne, Leute, da brauchen wir nichts vormachen. Aber was wir uns vormachen können, ist das hier, und zwar Bounty Hunter. Ich bin Bounty Hunter, das bedeutet, falls man gegen mich spielt und gewinnt, bekommt man automatisch einen Booster. Aber das bin nicht nur ich, also nicht nur ich bin das, sondern mehrere. Es gibt, ich glaube, 6 oder 7 Bounty Hunter. Ich glaube, Julio ist auch noch einer. Ja, Julio ist auch noch einer. Von daher, ja, also es sind immer Profispieler und YouTuber halt. Also von daher, deswegen hier halt eben Bounty Hunter. Ist ganz nice, finde ich cool. Ist eine geile Sache. Vor allem, die Leute haben bei mir echt Glück, weil ich halt einfach Jubel spiele. Ich meine, da hat man schon eine Chance zu gewinnen. Also von daher, gehen wir in die nächste Runde, mal sehen, was kommt. Ich bin bisher noch optimiert und auch zufrieden. Also rein, zurück zur Runde. Und Leute, was soll ich sagen? Wieder gegen Tempai. Ganz knappes Ding. Wirklich so knappes Ding. Aber ey, ich kann einen Booster abgeben. Ich meine, das Bounty gibt es übrigens einen Booster ab. Aber es war wirklich knapp. Hat Spaß gemacht, wäre ein knappes Duell. Ja, wir haben mehr in der Battle Phase gespielt als wann anders. Aber ich meine, es ist Tempai, was erwartet ihr? Von daher, ja, war ganz nett. Jetzt zu 2. Jetzt muss ich mal ranhalten mich. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Es ist das passiert, wofür Jubel bekannt ist. Britain. Ich spiele 5 Bricks und Fenrir. Ziehe aber beide Fenriers, also auch Brick. Ziehe halt Jubel, Brick, passiert. Ich brauchte eine Non-Engine-Garde, ich habe gegen Kasch gespielt, hätte dann easy was machen können, habe ich nicht gezogen, passiert. Happens ist das Deck, sollte man akzeptieren, war sehr netter Gegner, auch den konnte ich eine Freude machen. Einen kleinen Booster hier für ihn, von daher ist nett, I mean, hat Spaß gemacht und das ist zumindest das Wichtigste. Ja, Runde 6 und nach Runde 6 muss ich sagen, naja, ich sag mal so, ne? Theoretisch gibt es eine Möglichkeit, mit Jubel in Timeout gewinnen zu können. Dafür müsstest du diese Kanone spielen, die 2000 Burn macht. Hätte ich sie gespielt, hätte ich gewonnen. Habe ich sie gespielt? Nein. Bedeutet also, ich habe gedrawt und naja, was soll man machen? Shit happens. Wir sind in Runde 7 und ja, ich bin auf dem Spielfeld. Das hat einen Grund, weil es sehr, sehr witziges Matchup entstand. Also, ich spiele Jubel, ne? Das wissen ja alle. Was haben die denn? 0 Angriffspunkte. Ich spiele gegen Dinomorphia. Was sagen die Dinomorphias? Ja, leider negieren die nur Monster mit einer gewissen ATK-Anzahl und 0 ist leider zu wenig. Genau, und falls man mal guckt, was für Monster spiele ich so? Ja, die haben alle 0, ich weiß nicht. Also es war faktisch unmöglich zu gewinnen. Tut mir ein bisschen leid für dich. Macht nix, alles gut. Aber war lustig. Na gut, wir haben irgendwie ein paar Runden geskippt. Wir sind jetzt in Runde 9 und Leute, wir verteilen Booster ohne Ende. So läuft das nämlich. Ja, ich glaube, ich stehe jetzt, genau, ich stehe 3, 5, 1 Draw. Ja, ist super. Macht richtig Spaß. Guck ich so. Und da werde ich schon schief angeguckt. Aber muss sagen, also, ich werde nochmal mein Deck-Profile sagen, aber die Theorie des Decks ist gut, das Deck macht Spaß, die Kombos funktionieren an sich. Problem ist nur folgendes,
Ja, ich habe mein Deck aufgebaut gegen Snake Eye. Wir sind Runde 9. T0 Format. Ich habe gegen kein Snake Eye gespielt. Ja, was soll man da machen so? Also, ist halt so gesehen der falsche Gamble gewesen. Ich habe mich voll auf Snake Eye konzentriert mit. Hab dadurch eine schwächere Version gegen Rook. Ja, ich habe nur gegen Rook gespielt. Das ist natürlich so ein Problem. Aber ich meine, hey, was soll's. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das Deck läuft echt gut durch an sich. Wie gesagt, es ist auch nie ein 2-0, auch nie ein cleanes. Also ich verliere nicht sofort so, gar keine Chance so. Es sind lange Spiele, man spielt miteinander. Ist schön, macht Spaß auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir noch in die letzte Runde. Vielleicht holen wir noch mal einen Ehrensieg. Wie heißt es so schön? Wer die letzte Runde gewinnt, hat das Event gewonnen. Also los. Letzte Runde für heute, denn morgen sind theoretisch noch mal 2 Runden. Aber Leute, es reicht für heute. Ich habe leider noch mal verloren. Ja, wieder ein Booster gegeben. Ich meine, ich glaube, Bounty hat sich bei mir definitiv gelohnt. Lustig. Ja, diesmal, ja, okay, sind wir mal ehrlich. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich bin komplett weggebrickt zweimal. Ich hatte die Fenrir auf der Hand. Ja, Leute, ihr wisst, doch, ihr wisst die Liste, ja, das Deck von Online. Fenrir, Fieldspell. Macht Spaß auf jeden Fall. Shavara macht Spaß. Dimensionsbarriere gegen Voices Voice. Ich meine, ja, er hat einen Turnskip. Ich habe einen Turnskip, aber ich kann nächsten Zug auch nicht spielen. Aus dem Fenrir. Und er hatte Permanence dafür dann, als er dann dran war. Also ging gar nichts. Aber, I mean, ist okay. Wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich ja schon erzählt, das Deck ist für die Meta ausgestellt. Ist für vor allen Dingen Snake Eye aufgebaut. Snake Eye habe ich nicht gegen gespielt. Yay! Aber ich meine, das ist so. Von daher, wir werden jetzt gleich was essen. Ich werde zusammen was mit CK essen. Und dann morgen geht's weiter. Ich werde Videos drehen. Unter anderem eben auch wieder mit CK. Yay, Leute, ich kriege wieder Content. Und dann einfach mal sehen, was so morgen kommt. Ich sag mal nicht Tschüss, weil wie gesagt, morgen ist auch noch was. Ich denke, da kann ich das ein oder andere noch mal drehen. Also Leute, für mich langer Tag gewesen. Und jetzt eben zu Ende für euch wieder ein kleiner Schnitt. Bis morgen. So Leute, zwischendrin muss ein kleines Opening rein. Und wir haben dann natürlich einmal die Teilnehmer-Packs und auf der anderen Seite unsere Bounty-Packs. Ja Leute, wir haben viel abgegeben. Aber egal, wir fangen an mit den Bounties. Und dann sehen wir hier, was haben wir hier? Wir können auch ein bisschen reingehen. Ein bisschen rein. Und zwar Kralle, Keimen, Konzert, Chimbalpaitra, nehmen wir mit. Grabfinder, ja, die Karte kenne ich, glaube ich. Und das war Nummer 1. Nehmen wir nochmal 2. Ja, das sind jetzt wieder die Bounties, die habe ich mir verdient, die Packs. Ja, oh, wir haben ja ein halbes Tempo in der komplett. Fusion, oh, ein Ultra nehmen wir natürlich mit. Sehr nice. Und schon da, ey, der gleiche wird komplett. Einmal komplett. Tempel. Das ist der Preis dafür, dass ich auch den Tempel verloren habe. Weiter geht's hier. Und zwar. Ab. Licht. Hexe. Tote Seele. Aber. Ja, kein Secret. Aber ein Ultra. Da sage ich nicht nein. Und jetzt, Leute, natürlich. Erstmal, man kriegt hier so einen nice Token. Token. Genau. Field Center. Es ist ein langer Tag gewesen. Und dann hier noch die Teilnehmer-Packs. Und da wollen wir gucken. Eigentlich bezahlt man ja Geld, dass man irgendwann an ein Turnier teilnehmen kann. Aber eigentlich kriegt man auch was. Und das nehmen wir natürlich mit hier. Hexe, Fandra, was ist denn los hier? Fandra und Ark als Super Rare. Okay, und nochmal Grabfinder. Wir haben gleich drei Grabfinder. Haben wir ein halbes Weltdeck jetzt noch dazu. Das wäre gut, einfach Throne ziehen. Ja, komm. Also, entweder jetzt irgendwas Tempel, Ultra, Secret Rare und Super Rare. Melodious, habe ich auch nicht gegen gespielt. Allgemein, also es ist sehr wild, gegen was ich alles nicht gespielt habe. Aber weiter geht's ja. So, Licht, Licht und Kamerafokus. So, direkt 2. Oh! Synchro. Aber nur noch 2 Packs. Ah, komm. Noch eine Ultra. Dann, eine Secret, gönn doch. Gönn doch einfach. Gönn doch einfach hier. Warum? Oh! Oh! Das war die dritte jetzt. Okay, fair. Das nehme ich mit. 3 davon ist gut. Super schön. Und zu guter Letzt, letztes Pad. Last Pack Magic, wie man es schön sagt. Brauchen wir ja eigentlich so. Last Pack Magic. Oh! Ey, ein Ultra. Enger Bund, ich bin zufrieden. Und noch ein Grabfinder. Wir haben 3 gezogen einfach. Das heißt, 2 Ultra Wears.
da sag ich nicht nein. Eine Sache gibt es, die ich euch gerne noch erzählen möchte. Und zwar, ja Leute, ich wurde interviewt und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich denke, ja, da wurde es doch bestimmt öfters. Ja, wurde ich auch. Aber für eine Online-Seite wurde ich interviewt, habe so richtig Fragen bekommen, so richtig förmlich. War interessant, mal diese Erfahrung zu machen. Ich hatte gefragt, ob ich das Ganze filmen kann, ob ich auch mal zurückfragen stecke und on-cam. Wurde gesagt, ja, darf ich gerne machen, aber ohne Kamera, deswegen könnte ich das Ganze leider nicht zeigen. Aber war natürlich eine interessante Erfahrung einfach mal. Auf jeden Fall sehr nice, man erlebt hier einiges. Ich meine, es ist auch die deutsche Meisterschaft. So Leute, zweiter Tag, natürlich geht es jetzt wieder los und wir sind ein bisschen später gekommen, ein bisschen Schlaf geholt, wichtig und richtig. Und jetzt rein nochmal ins Public Event, ich habe Bock mit Jubel zu zocken. Let's go! Es ist soweit, endlich durften wir gegen Snake Eyes spielen und komplett zerstört. Snake funktioniert gegen Snake Eye, das soll es auch tun. Von daher bin ich wirklich happy, zumindest gegen einen Snake am ganzen Wochenende gespielt habe. Obwohl es kann vielleicht noch eins werden, denn Leute, ich gehe weiter. Es ist Top 8, bedeutet jetzt ins Halbfinale. Nochmal gucken gehen, was ich spiele. Ja, okay, da habe ich leider verloren. Das Ganze gegen Chimera, also Chimera. Ein bisschen ironisch, weil ich ja selber auch Chimera zu Hause habe. Von daher, naja, was willst du machen? Hab verloren, Halbfinale. Jetzt auch wirklich gut für heute. Snake war nice, hat Spaß gemacht, aber ein bisschen zu wenig Snake gesehen. Ich hätte echt gern gegen mehrere gespielt, von daher, naja, was willst du machen? Ich denke, wir öffnen jetzt einfach mal die Packs. Ich habe ja gesagt, ich habe Public Event gespielt, dementsprechend müssen wir natürlich hier auch nochmal die Teilnehmer-Packs davon hier eben öffnen. Und wir haben hier Drohnen! Okay, da sag ich nicht nein. Drohnen einfach. So nämlich. So, und das haben wir zuletzt. Und wir haben noch. Na ja gut, da haben wir jetzt auch noch Playset von. Aber Drohnen, Alter. Hat sich doch gelohnt, das Public Event nochmal zu spielen. Deutsche Meisterschaft ist vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben einen deutschen Meister. Und er kommt aus dem Team bei mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Da kommt mal eine Durchsage. Die Halle ist leer, ihr seht es hier schon. Die Halle ist leer. Finale ist vorbei. Wie gesagt, Siegerehrung kommt gleich. Ist noch nett. Und ich würde sagen, wir filmen gleich die Siegerehrung und dann ist der Vlog auch vorbei. Ich hoffe, der Einblick von diesem Turnier hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso viel. Das heißt, ich wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag und jetzt noch viel Spaß bei der Siegerehrung.